Ich habe dieses Spiel mittlerweile knapp 50 Stunden gespielt und mir eigentlich so gut wie alles angeschaut. Ich habe die PvE-Missionen gemacht, ich habe die Kampagne durchgespielt, ich habe mir jede Klasse mal angeschaut und bin weiter in das Game und die Schwierigkeitsgrade vorgedrungen. Deshalb möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, in diesem Video auf mein Pro und Contra zu diesem Spiel einzugehen, aber auch auf häufige Kritikpunkte, die in den Medien oder in Steam-Reviews genannt werden. Und zu guter Letzt möchte ich auch Empfehlungen aussprechen, ob es für dich eben ein geeignetes Spiel ist, ob sich der Kaufpreis für dich lohnt, wenn du das magst oder das nicht. Mehr dazu heute im Video. Man kann von Space Marine 2 halten, was man will, aber mit einem Metascore von mittlerweile 83 Punkten im grünen Bereich und einem User-Score von im Durchschnitt 8,0 innerhalb von etwa 2 Wochen nach dem Early Start vom Game hat sich Space Marine 2 durchweg eigentlich sehr gut geschlagen. Nach meinen Beobachtungen gibt es aber vor allem 7 Punkte, die immer wieder angemerkt werden in den kritischeren Reviews. Das wären Dauer der Kampagne, schlauchige Levels, Umfang vom Endgame, also im PvE und PvP-Bereich, Performance-Probleme, Server-Probleme, dass es repetitiv ist und dass die Steuerung manch einem Probleme macht. Unter anderem werde ich auf diese Punkte in meinem Pro und Contra im jetzt folgenden Abschnitt des Videos eingehen. Die meisten von euch werden wahrscheinlich zuerst einmal bei der Story-Kampagne landen und deswegen möchte ich das auch als ersten positiven Punkt hervorheben. Die Kampagne ist wirklich fetzig gestaltet, sie ist geradlinig, man kann das positiv oder negativ für sich auslegen, je nachdem welchen Anspruch man hat, dazu dann aber auch nachher noch mehr im Video. Es ist auf jeden Fall eine Kampagne, die dich wirklich geradlinig durch eine Story durchzieht. Das sind nicht besonders viele Wendungen oder besonders viele Oho-Überraschungen, aber es ist ein super geiles Szenario. Die Levels sind schön gestaltet, auch wenn sie für den manch einen schlauchig wirken könnten, ist es so, dass das Gameplay das gewissermaßen erfordert, denn sonst kann die Action, die man erlebt in diesem Spiel, nicht so inszeniert werden, wie sie inszeniert wird. Es ist also eine grundlegende Game Design-Voraussetzung, dass diese Levels so gestaltet sind, damit das Gameplay in dieser Art und Weise funktionieren kann. In diesen Maps, also in diesen Levels, ist ein schönes Waffenarsenal zu finden, wo Titus wirklich viel Abwechslung bekommt, welche Waffe er im nächsten Abschnitt einsetzen will oder nicht. Das gibt dir als Spieler Gelegenheit, wirklich viele Waffen auszuprobieren, was auch eine schöne Vorlage ist für den später folgenden PvE-Modus, wo man mit bestimmten Klassen nur bestimmte Waffen benutzen kann. Und so lässt sich durch die Story-Kampagne bereits vorab einen Eindruck machen, ist diese Waffe cool, mag ich das, gefällt mir das mehr oder das? Und das finde ich richtig gut eingewoben in das gesamte Spiel. Auf der Negativseite kann man dieser Story-Kampagne natürlich entgegenhalten, dass sie eine recht kurze Dauer hat, denn die meisten sind in 8 bis 12 Stunden durch. Ich habe mit der Zeit gestoppt und bin bei fast 10 Stunden so genau rausgekommen. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, aber auch nicht zu viel, und dann kommt man so etwa auf 10 Stunden plus minus raus. Wer also nur Story erwartet, die großartig inszeniert ist und man dadurch viel zu erleben hat für sein Geld, was man investiert in dieses Game, bekommt man natürlich für 50, 60 Euro eine 10-Stunden-Kampagne. Für die meisten ist das wahrscheinlich ein Punkt, wo sich schwer verkraften lässt. Deshalb ist es natürlich notwendig, dass man vielleicht mit dem PvP oder eben mit den 6 PvE-Missionen nach der Story-Kampagne auch was anzufangen weiß. Nebenbei möchte ich zu diesem Punkt nur noch hinzufügen, dass es bei Space Marine 1 auch so war. Das heißt, der erste Teil hat auch nicht länger gedauert in seiner Story-Kampagne als jetzt der zweite Teil. Das soll keine Verteidigung vom Spiel sein oder von der Dauer von der Story-Kampagne. Das könnte wirklich länger sein und jeder würde es wahrscheinlich begrüßen, wenn wir die gleiche Story-Qualität auf 20 Stunden verteilt hätten. Aber es sind nur 10 Stunden geworden. Wenn ich jetzt wieder zu den positiven Punkten rübergehe und gerade eben auch den ersten Teil erwähnt habe, möchte ich hier auch positiv anmerken, dass
es viel Treue zum Original gibt. Also wer Space Marine 1 gespielt hat und weiß, wie dieses Spiel funktioniert hat, wie die Story erzählt wurde und wie das Missionsdesign war, der wird sich in Space Marine 2 wie zu Hause fühlen, denn es sind ganz viele Faktoren dabei, die man vom ersten Teil kennt, und viele Leute, die Space Marine 1 gespielt haben und diese Elemente geschätzt haben, die finden das auch in Teil 2 wieder. Sei es die Mischung von Fernkampf und Nahkampf, einem wechselnden Waffenarsenal und natürlich jede Menge Feinde, die es zu zerschnetzeln gilt. Wer Teil 1 nicht gespielt hat und vielleicht auch recht neu im Warhammer 40k Universum ist, der könnte jetzt auf der Negativseite an dieser Stelle aufführen, dass die Story, also die Kampagne, auch wirklich wenig Wendungen hat, wenig Überraschungen, wenig Variation vom Ablauf, und wenn davon mehr gekommen wäre, wäre die Story noch besonderer geworden, hätte mehr Abwechslung gebracht. Man hätte vielleicht den geradlinigen Verlauf etwas verlassen können, dass man auch mal ein Panzer besteigt zum Beispiel und damit durch die Gegend ballert oder mehr in der Luft macht, im Luftkampf oder irgendwie ins Weltall rausgeht oder irgendein Schiff kapert und sonstiges. Das hätte man alles machen können. Ich weiß es nicht, ob das bei den Entwicklern am Budget, an dem Zeitdruck oder halt eben daran lag, dass sie die Qualität für das sicherstellen wollten, was sie hatten und was sie für machbar erachtet haben. Aber sei es drum, so sieht es nun mal aus. Die Story hätte noch mehr Potenzial gehabt auf jeden Fall, und das könnte man als Negativpunkt anlasten. Auf der positiven Seite muss ich wiederum erwähnen, dass es bei diesem Spiel wirklich sehr schön gemacht wurde, wie es die Kampagne und die PvE-Missionen miteinander verwoben hat. Das heißt, man bekommt während der PvE-Kampagne, Story-Kampagne mit, wie die Missionen verlaufen könnten, die man später im Endgame mit den 6 PvE-Operationen spielen wird. Man hat also schon einen Teaser, was einen da erwartet, beziehungsweise in welche Rolle man schlüpfen wird und welches Missionsziel man dann haben wird. Das macht bereits bei der Kampagne Lust auf mehr, Lust auf diese Operation. Man könnte die auch schon während der Kampagne spielen, wenn man sich dafür entscheidet, in diesen Spielmodus zu wechseln. Aber ansonsten wäre es eigentlich die logische Folge, dass man zuerst die Story-Kampagne durchspielt und sich dann den 6 PvE-Missionen widmet. Sehr positiv möchte ich aber das Arsenal hervorheben und die Cosmetics, die im Spiel sind, die übrigens ganz ohne Mikrotransaktionen funktionieren. Man kann sich entscheiden, einen Season Pass zu kaufen, und dieser Season Pass gilt für knapp ein Jahr. Das heißt, es gibt mehrere Seasons für Space Marine 2. 3 Monate ist eine Season jetzt meistens, und man hat mit diesem einen Season Pass alle Seasons für das kommende Jahr abgedeckt, und da gibt es sonst kein Schnickschnack drum herum. Man kann das nehmen, man muss es nicht, es ist rein kosmetisch und fertig. Auf jeden Fall kommen hier Warhammer 40k Fans voll auf ihre Kosten. Es gibt für jede Klasse dann unterschiedliche Outfits sozusagen, unterschiedliche Rüstungen mit unterschiedlichen Verzierungen. Es gibt jede Menge Farben, es gibt Chapters mit den Farben und Emblemen, die drin sind. Man kann alles miteinander mischen und kombinieren. Man kann sich einen eigenen Space Marine quasi customizen, indem man irgendwelche Farben kombiniert und irgendwelche Logos, wie man es auch lieb hat, wenn man nicht irgendwie lore-mäßig was nachbauen möchte. Also die Freiheit hat man hier tatsächlich sehr schön in diesem Game, und Leute, die eben Lust und Wert auf so ein optisches Erscheinungsbild legen, die kommen hier voll auf ihre Kosten. Auf der Negativseite möchte ich jetzt ein paar Dinge anmerken, die eher gameplay-technisch bezogen sind. Es gibt unsichtbare Wände im Spiel, wo diese eigentlich Klassenmechanik zum Beispiel vom Angreifer eben nicht funktioniert. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man dann das Level-Design so angepasst hätte, dass man auch eben von einem Vorsprung aus nach unten fliegen kann und nicht aus darunter laufen, oder wenn irgendeine Blockade im Weg ist, dass man die nicht überspringen kann von der Luft aus, was eigentlich logisch wäre. Das funktioniert insbesondere bei der Angreiferklasse nicht. Bei den anderen Klassen fällt das nicht ins Gewicht, weil sie nicht hoch in die Luft steigen können. Man merkt das also quasi nur, wenn man diese Klasse spielt.
Wenn man die Sniper, also Scharfschützenklasse, spielt, fällt einem wiederum was anderes auf. Es gibt auch manchmal hier bei Blockaden, die im Weg sind, unsichtbare Wände oder Blockaden. Wenn man da einen Schuss durchsetzen möchte, funktioniert das meistens nicht. Es funktioniert in manchen Fällen schon, aber mir ist es häufig schon aufgefallen, dass ich eigentlich hätte durchschießen können müssen, es aber nicht geschafft habe, weil eben diese Blockaden doch komplett eine unsichtbare Wand vor sich haben und somit der Schuss nicht durchgehen kann. Den nächsten Punkt, den ich im positiven Bereich aufführe, den werden die einen feiern wahrscheinlich und die anderen hassen. Ich muss es an dieser Stelle als positiv hervorheben, dass keine künstlichen Vogue-Einflüsse drin sind in diesem Spiel, wie zum Beispiel, dass man jetzt auch einen Space Marine in einer weiblichen Form hier spielen kann oder dass die Charaktere extra hässlich gemacht wurden. Die sind alle hässlich. Irgendwelche Sexgeschichten kommen hier nicht vor, mit wem oder was auch immer. Und es ist einfach knallharte männliche Action. Und die Leute hier, die Entwickler, die das Game gemacht haben, sind einfach diesem Ding treu geblieben, haben nicht irgendwo noch so einen Regenbogen-Patch reingemacht. Ich kann meinem Space Marine nicht die Haare färben oder sonst irgendwelchen so ein Abseitsquatsch einfach, wie ich sagen muss, der hier manchmal in die Storys mit reingewoben wird heutzutage. Das findet bei Space Marine 2 nicht statt und ich vermisse es ehrlich gesagt auch kein bisschen. Im Negativbereich habe ich jetzt zwei Punkte, die ich anmerken möchte bezüglich dem Multiplayer. Hier wird man einerseits in Matches, also in die Lobby mit reingeworfen, wo es absehbar ist, dass da schon ein Spieler ist, der deine Klasse spielt. Man kann also im PvE-Modus nicht zu dritt, jeder hat die gleiche Klasse, einfach in eine Mission reingehen, sondern jeder Spieler muss nur eine bestimmte Klasse haben. Der darf nicht die gleiche Klasse haben wie jemand anders. Wenn du also gerne mit deinem Angreifer zum Beispiel losgehst oder mit deinem Bulwark und sagst, ich möchte jetzt hier die nächste Multiplayer-PvE-Mission machen, dann wirst du vom System trotzdem manchmal in ein Match mit reingenommen, wo es schon einen Bulwark gibt. Und du hast dann, wenn du in ein Match direkt reinjoinst, keine Möglichkeit überhaupt den Bulwark auszuwählen. Und wenn ihr in der Startbasis quasi seid als Lobby, dann wird euch angezeigt, dass einer von beiden seine Klasse wechseln muss. Wer das dann macht bei Random-Gruppen, ist dann so eine Frage. Manchmal bleibt dann nur übrig, dass man auch diese Lobby wieder verlässt und es erneut versucht, damit man die Klasse spielen kann, für die man sich entschieden hat oder die man einfach gerade am Aufleveln ist. Des Weiteren ist auch hier an der Multiplayer-Geschichte folgendes Problem, dass es ja 4 Schwierigkeitsgrade gibt, die eine bestimmte Levelempfehlung haben. Es gibt allerdings keine Barriere, das heißt, ein Level 1er könnte in den härtesten Spielmodus mit euch reingehen, der zieht euch aber während einer Mission extrem runter, weil er eben die Talente nicht ausgebaut hat und die Waffen nicht verbessert hat und diese ganzen Schadensbooster sozusagen nicht mitbringt, die ganzen Vorteile nicht mitbringt, die jemand hat, der schon länger gespielt hat und die Levelvoraussetzung erfüllt. Bedeutet, wenn ihr mit Randoms unterwegs seid, kann es euch passieren, wenn ihr in die härteren Schwierigkeitsgrade geht, dass da jemand mitkommt, der deutlich drunter ist unter der Herausforderung oder der Anforderung für diesen Schwierigkeitsgrad und die Mission ist dann fast zum Scheitern verurteilt, je nachdem, was dieser Spieler drauf hat oder eben nicht. Auf der Positivseite habe ich mit dabei, dass es optisch wirklich ein ganz tolles Game ist, mit Unmengen an Feinden, mit ihrer eigenen Engine hat Saber Interactive es möglich gemacht, eine unglaubliche Szenerie zu schaffen, so viele Feinde auf einem Bildschirm zu haben, wie ich glaube, in keinem oder fast keinem anderen Game. Dadurch wird eine Bedrohung erzeugt und ein Nervenkitzel manchmal aufgebaut, der für mich persönlich seinesgleichen sucht. Also ich habe in manchen Story-Missionen durchaus das Gefühl gehabt, jetzt wird es hier richtig bedrohlich und wie kriege ich die Situation jetzt geregelt? Wie komme ich jetzt klar mit diesen Massen an Monstern? Oh mein Gott, da kommen so viele, wie mache ich die platt? Werde ich das überleben? Schaffe ich das irgendwie? Das haben sie meiner Meinung nach sehr, sehr gut hinbekommen und das ist ein Faktor von diesem Game, der mir wirklich hervorstechend gefällt. So sehr mir dieser Punkt aber persönlich sehr gut gefallen hat, gefällt mir nächster Punkt
persönlich überhaupt nicht, und zwar im PvP. Ich hatte schon mehrmals den Fall, dass ich eigentlich zu guter Letzt als kleines Abschiedsgeschenk eine Granate droppen wollte im PvP, aber ich das Gefühl habe, dass da so eine Verzögerung da ist, bis man eine Granate werfen kann, dass die Granate nicht gedroppt wird und ich mein Abschiedsgeschenk nicht loswerde. Das ist mir schon über 10 Mal passiert. Und es ärgert mich jedes Mal, entweder ist das ein Lag oder ist es eine Animationsverzögerung, die da besteht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass wenn ich auf den Knopf drücke, der eine Granate werfen soll, dass die Granate dann auch direkt geworfen wird. Bitte. Auf der Positivseite habe ich noch dabei, dass die Klassen wirklich einzigartig sind. Jede Klasse hat nur Zugriff auf bestimmte Waffen. Manche Klassen haben auch nur Zugriff auf Waffen, die keine andere Klasse benutzen kann. Also im PvE-Endgame-Modus sozusagen hat jede Klasse wirklich seine Besonderheiten, auch mit der Signatur, mit dem eigenen Talentbaum und dem eigenen besonderen Skill, den man dann anwenden kann im Kampf. So erfüllt jede Klasse einen anderen Schwerpunkt für diese Mission, was es auch gut macht für die Abwechslung und den Wiederspielwert, dass man vielleicht irgendwann sagt, hey, ich habe jetzt so viel im Nahkampf mit dem Bulwark gekämpft, vielleicht gehe ich mal ein bisschen auf Abstand und schaue mir den Scharfschützen an und guck mal, wie sich das so spielt. Es gibt hier eine sehr schöne, ausgewogene Abwechslung zwischen Nahkampfklassen und Fernkampfklassen, wie ich finde. Manche Klassen spielen sich eher taktischer, manche sind voll in der Action drin, wie zum Beispiel der Vanguard. Und das finde ich sehr, sehr schön, denn ich ertappe mich selbst häufiger mal dabei, wie ich sage, hey, jetzt habe ich aber oft mal mit dem Zweihand-Donnerhammer gespielt, ne, mit dem Angreifer. Jetzt möchte ich mal wieder zurück zum Scharfschützen und einfach von der Entfernung raus aus den Schatten irgendwelche Kopfschüsse verteilen. Und das funktioniert meiner Meinung nach sehr gut, wenn man mehrere Klassen mag in diesem Game und die Cosmetics auch mag, die man sich erspielen kann durch Aktivität und wirklich nur erspielen kann. Kaufen ist hier nicht, was ich auch sehr positiv finde, dann kann man wirklich lange Spaß und Motivation an diesem Game finden. Was dem Spaß und der Motivation manchmal ein bisschen Abbruch tut, ist allerdings, dass es bis jetzt, bis zum heutigen Tag, wo ich hier aufnehme zumindest, auch immer mal wieder kleinere Serverprobleme gibt. Es war meiner Erfahrung bisher noch nie so, dass die Server wirklich komplett dauerhaft stundenlang abgeschmiert sind und man nichts mehr machen konnte. Das ist bei mir nie eingetreten, aber es gab manchmal Matchmakings im PvP oder im PvE, wo man dann doch wieder rausgeflogen ist oder wo kein Match zustande kam, weil es mit dem Server Probleme gab. Nachdem ich hier 1-2 Stunden gewartet hatte und einfach ein bisschen Zeit habe vergehen lassen, dann ging das auch wieder. Das heißt, ich habe nicht lange Downtimes erlebt. Es könnte sein, wenn das jemand dauerhaft probiert hat, kam das dem wie eine Ewigkeit vor oder wie ein dauerhaftes Problem. Ich kann es ehrlich gesagt nicht bewerten. Allerdings, was meine Spielerfahrung hergibt, war das jetzt nicht brisant wie bei anderen Spielen, wo man zum Beispiel beim Release erst einmal mehrere Stunden vorm Login-Server saß und überhaupt nicht reingekommen ist. Dieses Problem hatte ich bei Space Marine 2 überhaupt nicht. Und was ich eigentlich auch schön finde, ist, dass man die Story-Kampagne auch offline spielen kann. Man kann auch die PvE-Operation offline spielen. Allerdings muss man aufpassen, dass man den Spielfortschritt dann nicht verliert. Bevor wir mit dem Abschnitt weitermachen, wo ich dir eine Empfehlung gebe, ob Space Marine 2 was für dich sein könnte, wenn du es dir noch nicht geholt hast, komme ich jetzt noch zum Bereich Empfehlungen, die ich einfach für mich persönlich noch loswerden möchte fürs Game. Ich würde die Klassenbeschränkungen aufheben, also zumindest fürs PvE, dass zum Beispiel auch ein Trupp aus 3 Angreifern losziehen kann oder ein Trupp aus 3 Bulwarks. Es ist doch egal, Hauptsache es macht den Leuten Spaß. Und man fühlt sich vielleicht auch so wie eine Einheit und das stärkt das Gruppengefühl nochmals. Ob dann die Balance noch hundertprozentig passt, sei doch mal dahingestellt, wenn die Leute Spaß dran haben. Es ist ja in keiner Form kompetitiv, also sehe ich persönlich hier ehrlich gesagt keine Gründe, warum man das nicht einfach einschalten sollte. Es würde einige Frustration für das Multiplayer-Matchmaking beheben mit einer einzigen Maßnahme und warum nicht? Zweitens, langsamer
den Rüstungsbalken verlieren. Man hat ja mehrere Rüstungsbalken, das sind quasi die Blockade, damit die Lebenspunkte abgezogen werden, die rot sind im Interface. Und wenn die Rüstungsbalken weggekloppt sind, dann geht es an die Lebenspunkte und wenn die weg sind, ist man tot. Die Rüstungsbalken verliert man allerdings schon ziemlich schnell. Wenn selbst die kleinen Viecher einen kurz antippen, hat man schon fast einen Rüstungsbalken verloren. Das heißt, ich würde entweder verändern, dass die kleinen Mistviecher einem einfach nicht so viel Rüstung abziehen oder dass man sich einfacher Rüstung wiederherstellen kann. Das würde das Gameplay deutlich geschmeidiger machen, eigentlich, wie ich finde, auch ein bisschen glaubwürdiger. Aber ich bin gespannt, was da noch an Hotfixes und Patches demnächst kommen wird. Des Weiteren Möglichkeit, Medikits, Reliquien für Teamkollegen droppen zu können. Wir haben bei Darktide das Feature gehabt, dass wir Dinge für andere Mitspieler auf dem Boden platzieren konnten, zur Heilung zum Beispiel, wenn wir gesehen haben, dass es Sinn macht. Diese Möglichkeit würde ich bei Space Marine 2 auch begrüßen, dass ich ein Medikit dabei habe, sehe, mein Kumpel ist hier gerade wirklich low mit seinen Lebenspunkten, dann werfe ich ihm die Kiste hin und sage, hier, let's go, brother, und dann geht die Sache weiter, ich fänd's nice. Des Weiteren Rüstungsanzeige im Interface darstellen, nicht nur von sich selbst, sondern auch von den Teamkollegen, so kann man zum Beispiel besser entscheiden, ob man hier diese Rüstungsboosts, die man finden kann, ob man die selber mitnimmt oder ob man sagt, hey, guck mal da drüben, du brauchst dringend Rüstung, nimm die mal. Ja? Des Weiteren würde ich komplexere Fertigkeitenbäume bei den Klassen bevorzugen. Wenn da noch eine zusätzliche Reihe dazu kommen würde mit Möglichkeiten, fände ich sehr toll, einfach die Geschichte noch ein bisschen komplexer zu machen, vielleicht mehrere Builds auch dann zu ermöglichen, die wirklich sinnvoll und stark sind im Game. Ich habe bisher den Eindruck, dass alles relativ limitiert ist. Das heißt, man kommt vielleicht auf 1, 2, 3 Möglichkeiten raus, wie man die Klasse spielt, aber es kann auch sein, dass ich da einfach noch nicht genug Langzeiterfahrung gesammelt habe mit verschiedenen Klassen. Vielleicht gibt es hier mehr Variationen. Ich habe allerdings noch nicht viel mehr gesehen, auch nicht viel mehr bei anderen Spielern auf YouTube und Co. Und last but not least, weil mir das Spiel so gut gefällt, empfehle ich natürlich mehr Missionen reinzupacken, mehr Maps fürs PvP, mehr Cosmetics und mehr Waffenvarianten, um mehr Abwechslung zu schaffen, damit das Spiel länger lebt, länger Spaß macht und mehr Leute reinzieht, weil einfach das Endgame sozusagen vergrößert wird, die Spieldauer erhöht wird, die Langlebigkeit vom Spiel erhöht wird und so auch der Mehrwert für viele Spieler steigt, die bisher vielleicht sagen, okay, oh, das ist aber nur so wenig oder das sind nur 6 Missionen, das sind nur 10 Stunden Story, PvP habe ich keine Lust. Ja, so kann man auf Dauer mehr Spieler mit reinholen und mit den Seasons sind sie auf einem guten Weg. Es wird mehr mit PvE-Missionen kommen, es werden neue PvP-Maps kommen, es werden neue Waffen kommen, es werden neue Klassen kommen und das ist alles schon bestätigt von den Developers. Das heißt, Space Marine 2 hat eigentlich, was das angeht, eine sehr gute Zukunft vor sich, wenn man hier optimistisch ist. Last but not least, der intensivste Abschnitt wahrscheinlich von diesem Video ist Space Marine 2, was für dich, wenn du es noch nicht hast. Wenn du Games wie Outriders, Anthem oder Helldivers zum Beispiel magst, würde ich sagen, wahrscheinlich ja. Wenn du aber einen Shooter wie Warframe, First Descendant, Remnant from the Ashes oder auch Destiny suchst, wahrscheinlich nein. Liegt daran, dass manche von den Games, die ich jetzt genannt habe, mehr Loot mit im Gepäck haben. Andere Games, die ich genannt habe, haben mehr Souls-like-Einfluss. Und das bringt natürlich Space Marine 2 nicht mit. Es bringt eher die Geradlinigkeit von Outriders mit, wie ich finde. Und auch Anthem vielleicht. Mit Helldivers mag ich persönlich es nicht so arg vergleichen, aber ich sehe halt auch immer wieder den Vergleich. Third Person passt natürlich. Vom Missionsablauf ist es vielleicht einigermaßen gleich, obwohl die Maps oder die Level ganz anders sind. Aber so in etwa würde ich das für euch eingrenzen, je nachdem, welche Games ihr gerne gezockt habt und welche nicht. Wenn du ein geradliniges Game suchst, das aktuelle Trends weitestgehend vermeidet, dann ja. Wenn du aber Charaktere mit charakterlichen und seelischen, komplexen Schuldgefühlen und die Welt, die Menschheit hat mich im Stich gelassen oder anderweitigen Dramen suchst, dann wahrscheinlich
Nein. Ich persönlich begrüße es sehr, welches Ziel Space Marine 2 verfolgt. Die aktuellen Trends sind hier nicht drin, was das Storytelling angeht, wie die Charaktere gebaut sein müssen, wie Nebencharaktere gebaut sein müssen, was in der Story passieren muss, damit es ins heutige Setting passt von irgendwelchen Leuten, die sich irgendwas vorstellen, wie irgendwas zu sein hat oder sein muss, drauf geschissen, wie die IP ist und welche Vergangenheit sie hat. Ich finde, mit Space Marine 2 sind sie dem Warhammer 40k-Universum ziemlich schön treu geblieben, zumindest dem, von was ich weiß, was Warhammer 40k ist. Und das ist nicht allzu viel, aber zumindest von dem, was ich weiß, haben sie hier einen Volltreffer gelandet und das feiere ich sehr. Wenn du gerne repetitiv spielst, solange es ein Motivator wie zum Beispiel neue Waffen, cooles Aussehen und neue Talente für deine Spielfiguren, also Klassen gibt, dann ja. Wenn du ständig neuen Loot droppen sehen und finden willst und damit Theory Crafting für einen neuen Build machen möchtest, dann eher nicht. Wenn du dir unter all diesen genannten Umständen von diesem Video heute eine Spieldauer von etwa 40 bis 80 Stunden erhoffst, dann ist das was für dich. Wenn du aber innerhalb der nächsten zwei Wochen, sag ich mal, 200 Stunden im Game durchrocken willst und dir währenddessen mehrere Content-Updates und Seasons wünscht, damit du nach 500 Stunden Spielzeit eine negative Bewertung auf Steam da lassen kannst, dann ist dieses Game wahrscheinlich eher nichts für dich. Und zu guter Letzt, wenn du eine Story verkraften kannst, die ohne viele Wendungen und dramatische Dialoge einhergeht, dann ja. Wenn du aber während der Erzählung mehrere Überraschungen haben möchtest, die du sonst niemals erahnt hättest, ja, wie zum Beispiel bei einem Game of Thrones, sag ich mal, so eine Serie, wo man wirklich mal viele Überraschungen hatte, sowas gibt es in Space Marine 2 eher nicht. Das ist geradlinig, das ist straight durch und wer damit nicht viel anfangen kann, der sollte auch eher die Finger davon lassen, denn sonst wirst du von der Story eher enttäuscht sein. Mir persönlich hat Space Marine 2 im Laufe meiner Spielzeit bisher viel Nostalgie-Feeling zurückgebracht. Ich kann euch nicht mal genau sagen, woran es liegt. Ich glaube, es liegt einfach auch daran, die Mikrotransaktionen sind nicht da. Man wird nicht ständig mit irgendwelchen Bannern belästigt, während man zockt, hey, kauf doch da noch was oder hier kauft die X Punkte von dem und so weiter. Es droppt nicht irgend so ein Quatsch die ganze Zeit während der Mission. Es geht einfach nur um das Game, um das Zocken, um sich durchzuhaken, um mit dem Team zusammen diese Anforderungen zu meistern, diese Horden von Feinden zu zermetzeln und irgendwie die Mission zu schaffen, um weiterzukommen, coolere Cosmetics freizuschalten, neue Talente zu haben, seinen Charakter einfach stärker zu machen, das Gameplay mit den Mechaniken im Kampf zu genießen, die Exekution durchzuführen und so sich Rüstung wiederherzustellen, um weiterzumachen und weiter zu ballern und weiter drauf zu hauen auf die Viecher. Und wer damit irgendwie warm werden kann in diesem Game, der wird es lieben und wahrscheinlich auch lange Zeit, insbesondere wenn du eben mit mehreren Klassen was anfangen kannst und mehrere Klassen ausbauen möchtest. So ist es bei mir der Fall zum Beispiel. Und ich freue mich drauf. Ich kann so wirklich sehr viel Spielzeit auch für mich rausholen, die mir wirklich Spaß macht, die ich als sinnvoll investiere. Erachte, weil ich einfach nur Spaß habe dran und nicht aus irgendwelchen Monetarisierungsgründen oder weil ich irgendwas von dem Spiel noch erwarte oder weil ich jetzt denke, ja, jetzt nächste Woche müssen sie ja jetzt eigentlich sofort die nächste Mission raushauen oder was weiß ich was. Ich freue mich einfach mit dem, was ich habe, neue Waffen und die neuen Waffenvarianten freizuschalten. Das bringt mir ja auch nochmal ein Skilltree mit für die Waffen und da kann ich mehr Komplexität reinbringen, worauf ich mich auch immer noch freue. Des Weiteren hat das Game wirklich was Cooles bei dem Community-Bereich von Focus Interactive, wo ihr Ideen wirklich einbringen könnt und das Dev-Team auch manchmal antwortet und sagt zum Beispiel, wir möchten das haben, es gibt ein Greenlight sozusagen für eure Idee, das bauen wir jetzt demnächst ein und hier haben wir auch schon ein paar Beispiele wenigstens, wo die Developers gesagt haben, ja, wollen wir machen, wie zum Beispiel neue Klassen, also der Apothekarius, der wird wahrscheinlich ins Spiel finden, auf kurz oder lang, ich bin mal gespannt, was uns da sonst noch so erwartet. Also es ist kein Live-Service-Game, das möchte ich am Schluss einfach nur noch mal betonen, aber es hat vielleicht so die Anreize, daraus eins zu werden.
weil einfach viele Spieler momentan meines Eindrucks nach Spaß dran haben. Die Steam-Bewertungen sehen auch sehr gut aus. Das heißt, ich bin wirklich optimistisch, was auch die Langlebigkeit von Space Marine 2 angeht. Im Teil 1 sind die Spieler ewig, viele, viele Jahre einfach nur im PvP-Modus rumgerannt und haben immer noch Spaß dran gehabt, viele, viele Jahre später nach Release. Und ich bin einfach guter Dinge, dass das Space Marine 2 auch so klappen wird. Im PvP habe ich persönlich auch viel Spaß. Das ist eine schöne Abwechslung, vor allem wenn man mal nur wenig Zeit hat, sag ich mal 15 Minuten anstatt 30 Minuten für eine PvE-Mission, macht man 15 Minuten für ein PvP-Match, holzt sich da kurz gegenseitig weg und hat einfach eine gewisse Freude dran, auch hier ein bisschen Fortschritt zu machen. Denn da gibt es nochmal ein Veteranensystem, wo man nebenbei auflevelt. Das ist quasi eine andere Progression wie beim PvE-Endgame Modus, aber es läuft letztendlich aufs Gleiche hinaus. Man schaltet sich weitere Waffen frei. Man kann die einzelnen Klassen mit anderen Titeln sozusagen sich freispielen, indem man hier einfach einen höheren Grad hat, also zum Beispiel Veteran anstatt Sergeant und solche Sachen kann man da machen. Wenn hier noch mehr Maps und so reinkommen, vielleicht auch mehr Spielmodi, dann wird das spaßig. Ein Hordenmodus wird es ja fürs PvE dann auch geben, allerdings wahrscheinlich erst in 2025. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt und ich hoffe einfach, dass dir das Video einen schönen Einblick gegeben hat, wie meine Erfahrung bei Space Marine 2 bisher war, dass ich dir eine gute Empfehlung geben konnte, ob das Spiel was für dich sein könnte oder ob du lieber die Finger davon lässt, damit du eine Kaufentscheidung treffen kannst. Und ich hoffe einfach, dass ich die größten, wichtigsten Aspekte abgedeckt habe, damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst. Und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal.